Willkommen zurück zu meiner neuen Aufnahme, / Stream, hier in Venedig. Ups, das war ein Versehen. Ah, Mensch. Schnell weg. Ja, komm, den holen wir uns noch. Nein, nicht doch. Da. Wie kommt das so schnell da hinten hin? Scheiß auf die Truhe, wir reden weiter. Ups. Nein, nicht doch! Na super. Die haben mir meine Beute geklaut. Oder kann ich den Kollegen vielleicht noch plündern? Ja, ist auch gut. Weg hier. Auf dem Weg noch schnell das hier. Na. Und schnell weg. Oh, das nehmen wir auf dem Weg noch mit, ne? Hey. Oder auch nicht. Okay. Upsi. Dafür kann ich nichts. Der Typ hat das provoziert, angegriffen zu werden. Was ist das da unten? Einfach auf der Karte gucken. Taschendieb. Ja. Ja, warum nicht? So. Wo ist der Kollege jetzt? Doch wieder oben, oder was? Warum? Der läuft doch irgendwo oben lang bestimmt. Ja, diese Höhe ist das. Und das zweite zum Plündern. Oh Mann. Keiner hat's gesehen, also ist alles gut. Wo kommt ihr jetzt her? Hey. Nein, nicht doch. Und dem Kollegen schnell so. Gut. Jetzt. Ich war das nicht. Noch ein Toter auf unserer Wache. Sollte jemand was
wissen. Sofort vortreten! Gottes Wille geschehen! So, noch der. Ich will nicht sterben. Das kann doch nicht so schwer sein, eine Leiche zu plündern. Und dann für 503 Geld. Na gut. Ich glaube, ich sollte mich auch besser in Form halten. Ja, mach das mal, Meister. Ich bin so seid nicht schüchtern. Ich brauche Geld. Wenn hier schon mal eine Codex-Seite ist, das. Die nehmen wir doch direkt mit. Hey. Mann. Denk daran, was ich euch beigebracht habe. Okay. Das waren wir nicht. So, Codex hat er erhalten. Die brauche ich doch eh alle. So, dann können wir hier schnell Rüstung reparieren lassen. Reparieren. Alles. Ja. Verzeiht, ich hätte nicht gedacht, dass ihr genug Geld habt. Bitte? Na gut. Hm, noch ein Dieb? Nein, zurück! Halt! Das hat sich ja gerade so angeboten, den mitzunehmen. So, und dann gehen wir zurück zu Leonardo. Ihr dürft nicht hier oben sein. In Form. Na, oh, das war knapp. Sehr, sehr knapp. Runter hier, oder ich werfe dich. Das Betreten der Dächer ist verboten. Ja, ja, ist ja gut. Warum? Warum? Na gut. Messer da Vinci. Ja? Buongiorno. Willkommen, ich bin Alvise. Signor Donna bat mich, euch zur Werkstatt zu geleiten. Seid ihr bereit? Ja, das sind wir. Ah, Venezia. Welcher andere Ort ist so schön, so stabil, so perfekt? Nein, was habe ich? Okay. Unser erster Halt? Die Rialto-Brücke. Seht, wie elegant sie sich über den Canale Grande spannt. Ein Symbol für den Stolz und die Einheit Venedigs. Mhm. Lasst uns weitergehen. Da wären wir. San Giacomo di Rialto. Einen Moment, ich muss kurz da reinschauen. Sie nicht wundervoll? Naja. Wirkt euren Zauber. Magnifico. Ich brech euch jeden Knochen ein. So. Wir gehen hier hin zurück. Es gibt noch mehr zu sehen. Was ist der Mut zur Seite? Und ich werde dich in die Feinheiten unserer Gastfreundschaft einladen. Keine andere Stadt kann es mit den Märkten Venedigs aufnehmen. Seien es Tücher oder Gewürze aus nah und fern. Es gibt. Es gibt. Ihr sollt
Aber die Miete ist bezahlt. Ich habe das Recht, hier zu verkaufen. Emilio sieht das anders. Nein, nicht! Halt! Halt! Setzen wir den Rundgang woanders fort. Okay. Schau, ist das nicht fabelhaft? Würdest du mir das kaufen? Ich habe mein Geld bei meinen Sachen gelassen. Hey, pass doch auf, verdammt! Okay. Kommt, Freunde! Diese Woche verschenke ich meine Arbeit. Und hier haben wir den Palazzo della Seta, Heimat Emilio Barbarini. Eigentlich ist er durchaus sehenswert. Aber so wie die Dinge jetzt stehen... Warum? Was ist passiert? Er versucht, alle Händler unter seinem Banner zu vereinen. Aber es gab Widerstand. Teilweise gewaltsam. Was für eine Art Widerstand? Sie sagen, sie kämpfen für das Volk. Für Freiheit, Gleichheit und ähnlichen Unsinn. Unfug, wenn ihr mich fragt. Die haben meinen Stand zerstört. Ich verlange Wiedergutmachung. Hier, bitteschön. Der Doge wird davon erfahren. Ich werde das dem Rat melden. Na dann viel Glück, mein Freund. Was tut ihr denn? Ihr seid wegen Behinderung des Handels verhaftet. Das habt ihr euch ausgedacht. Es gibt kein solches Gesetz. Jetzt schon. Nein, halt! Ja, blöd für den, ne? So. Und hier ist schon Leos Werkstatt. Und nun zeige ich euch die Werkstatt, Ser Da Vinci. Wir scheuten weder Kosten noch Mühen. Passt auf, es ist perfekt, als hättet ihr Firenze nie verlassen. Ich wünsche euch großen Erfolg und hoffe, ihr schätzt Venezia ebenso, wie sie euch schätzt. So, da wären wir. Aufregend, nicht? Kommst du mit rein? Vielleicht später. Ich muss zum Palazzo della Seta, um eine Audienz bei Emilio zu bekommen. Wie du willst. Aber solltest du einmal Langeweile haben oder weitere Kodexseiten finden, komm zu mir. Meine Tür steht dir immer offen. Grazie, mein Freund. Nein, 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 nein! Viola. Falschtaste. Ich Idiot. Ich habe erst Leertaste gedrückt und dann fiel mir ein. Ach ja, die andere. Leonardo. Ezio, es ist gut, dich zu sehen. Wie kann ich dir helfen? Haha, du hast noch eine gefunden. Wie aufregend. Aha, wir müssen diese Buchstaben umstellen. Hier, das war's. Okay, das war's schon. Dann machen wir erstmal den Steckbrief weg. Da oben. Und dann reden wir mal. Nein. Zur Mission. Kommt, Freunde. Upsi. Das war ein Versehen. Wie komme ich nur hinein? Wenn ich die Wand... Oh, das geht nicht. Das schaffe ich nie. Ich muss einen anderen Weg finden.
Das tut weh. Hey, ich brauche eure Hilfe. Wir müssen gehen. Ihr habt euch nie für die Rempelei entschuldigt. Los! Va bene, wohin? Zum Wasser. Das ist keine sehr genaue Angabe. Okay. Akzeptieren. Okay. Flüchtet schon. So, ein Weichei. Und schnell weg. Das war der Flüchtling. Okay. Wo bleibt ihr denn? Ich bin auch hier. Okay, ein weniger. Gut. Da lang. Na komm. Schnell, sie kommen näher. Die habe ich gar nicht als Feind anerkannt. Ist doch schön für mich. Schnell, sie kommen näher. Na, noch mal dadurch. Okay. Gut, der Deckel ist mal weg. Ich bin auch schon auf dem Weg. Ups. Allein wäre ich besser dran. Das wollte ich doch gar nicht. Na gut. Dann tragen wir sie jetzt. Ich habe euren Namen nicht verstanden. Rosa. Honorato Rosa. Ich bin Ezio. Ich weiß. Was soll das heißen, ich weiß? Nicht je. Mensch. Okay. Hey, hey, vergesst mich nicht. Dick doch nicht. Adi, wir bleiben in der Nähe. Ezio, was macht ihr denn? Ich hab gar nichts gemacht. Kommt her!
Mensch. Na komm. Gut. Na. Gut. Die nehmen wir wieder mit. Vorsicht, Vorsicht. Geht, ich übernehme die Wachen. Das machen wir doch. Nein, doch nicht so. Tötet sie, Erzieher, schnell! Gut. Wenn wir schon mal hier... Nee, wir machen mit Steckbriefen später. Ich sehe es nicht ein, das mühsam geklaute Geld wieder zu verlieren. Gut. Kein Wurfmesser mehr, okay. Sie sind überall auf den Dächern. Tut etwas, schnell. Immer doch. Hallo. Ah ja. Ah, das schaffen wir es nicht. Ich will runter zum Rest. Ich bin runter unten beim Rest. Möglicherweise können die alle nicht schwimmen. Okay. Nein. Nein. Gut, dann können wir schnell das machen. Die beiden sollten ja kein Problem sein. Okay, hier lang weiter. Dann warten wir mal schnell. Ja, hier sind's ja schon.
gut. Sag ich doch. Na, kommt rein hier. Das darf doch jetzt nicht wahr sein. Ist doch Glück. Er ist tot, Idiota. Beten kannst du später. Porco, Demonio. Ich muss zu Antonio. Vorsicht. Lasst mich das machen. Geht und sucht Antonio. Jesus, Hugo, tu, was er sagt. Jetzt geben wir schon die Neuen die Befehle. Hey, aufwachen! Er kann das vielleicht, der Ezio, ne? Nicht so wie der Juro oder wer hieß. Wir brauchen Hilfe! Wo ist Antonio? Macht euch nützlich! Schafft Platz für sie! Legt sie dort ab! Okay. Daheim. Hilfe ist auf dem Weg. Dank. Rosa, was ist passiert? Hol einfach das Ding da raus. Bald, bald. Sehen wir uns das erst an. Sauber ein- und ausgedrungen. Das ist gut. Hol ihn raus. Rosa, wir müssen aufpassen, dass... Sofort! Wie du willst. Sag nichts! Tut mir leid, Piccola. Piccola! Schieb dir dein Mitleid in den Hintern! Geh, hol Bianca, mach schnell! Ihr müsst mir helfen. Wie? Nehmt ein sauberes Tuch. So. Wenn ich die Hand wegnehme, drückt den Stoff in die Wunde. Seid ihr bereit? Jetzt! Porca puttana! Ben Fatto, ihr arbeitet gut unter Druck. Sie hat Temperament, die Kleine. Avanti! Bringt sie hinein, damit Bianca die Wunde schließen kann. Das wird wieder. Das Schlimmste ist vorüber. Ich wünsch dir die Pest, du Bastard! Dir und deiner dreckigen Hure von Mutter! Danke. Rosa ist mir sehr wichtig. Würde ich sie verlieren? Ich hatte immer eine Schwäche für Frauen in Not. So sagt man. Tut nicht so überrascht. Wir wissen alles über euch, Sir Ezio. Über eure Arbeit in Florenz und in der Toskana. Gute Arbeit, wenn auch etwas ungeschliffen. Dann wisst ihr, warum ich in Venedig bin. Ich ahne es. Wenn ihr eine Minute habt, kommt in mein Büro. Wir haben etwas zu besprechen. 4000. Nicht schlecht. Wenn ich erstmal hier bin, mache ich ganz kurz den Aussichtsturm. Ach, die Villa-Truhe ist wahrscheinlich auch voll. Dann reisen wir gleich erstmal zur Villa. So. Nein! Okay. Dann machen wir erstmal den Zeugen. Gut.